Vom 29. Mai bis 1. Juni 2019 findet in Leipzig der Deutsche Röntgenkongress zum 100. Mal statt. Ein historisches Datum, aber andererseits ist uns allen, nicht nur mir persönlich als einer der Kongresspräsidenten, ein Anliegen, nicht nur zurückzugucken, sondern vor allem in die nächsten Jahre zu gucken, in die Zukunft der Radiologie, denn wir stehen vor grundsätzlichem Wandel. In den letzten Dekaden wurden viele Techniken zur Anwendung am Patienten entwickelt. CT, MRT und immer mehr auch PET-CT und PET-MRT werden in der täglichen Routine angewendet. In der Zukunft setzt die Radiologie auf künstliche Intelligenz, Arbeitserleichterungen und Arbeitsunterstützungen durch den Computer. Dies wird das Arbeitsfeld dramatisch ändern, wie beim 100. Deutschen Röntgenkongress zu erfahren ist. Besonders der Mittwoch wird für diejenigen, die sich im Umfeld der Radiologie mit neuen IT-Anwendungen beschäftigen, ein spannender Tag. Dieser Tag wird besonders herausragend sein, weil wir und auch ich davon überzeugt sind, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema wird. Da wird sich dramatische Entwicklungen in den nächsten Jahren zeigen. Und unser Fach, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen offen sein, wir müssen neue Wege gehen, bis hin zu verrückten Ideen, ob man vielleicht gar nicht mehr auf Bilder guckt, sondern nur noch auf Daten guckt und die analysiert. Also ich glaube, wir müssen ganz unkonventionell denken. Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema der Radiologie ist die Früherkennung. Für verschiedene Krebsarten wie das Melanom oder Brustkrebs sind Screening-Programme bereits etabliert. In einer Highlight-Sitzung wird die molekulare Bildgebung im Rahmen der Früherkennung in den Fokus gestellt und neue Ausblicke werden eröffnet. Denn es gibt jetzt Ansätze, gerade beim Bronchialkarzinom-Screening, in der Früherkennung des Prostatakarzinoms, auch auf dem schwierigen Gebiet der Früherkennung beim Morbus Alzheimer. Und wenn wir noch ein bisschen visionärer sind, vielleicht sogar Früherkennung von einer möglichen Metastasierung in Organen, das mit radiologischen bildgebenden Methoden, molekularer Bildgebung als Stichwort. Die Radiologie ist ein sehr dynamisches Fach, das sich auch dynamisch weiterentwickeln wird. Die Radiologie hat ja sich sehr vielfältig entwickelt. Gleichzeitig ist es ein Fach mit vielen, vielen Schwerpunkten. Und ich glaube, dass für sehr unterschiedliche Interessen, für sehr viele Organgebiete, für viele Krankheitsbilder, für viele Techniken, für IT-Begeisterte, also ganz viele Facetten dabei sind, wo gerade für junge Leute, die ja sehr unterschiedliche Begabungen und Interessen haben, auch Zukunftsfelder entdeckt werden können, wo sie vielleicht später arbeiten möchten. Und auch die Industrieausstellung wird zukunftsweisend sein. Wir haben viele Start-up-Unternehmen eingeladen, also kleine Unternehmen, die mit Ärzten, mit Medizinphysikern, mit IT-Fachleuten diskutieren wollen, ob ihre Produkte vielleicht auch für radiologische Fragestellungen oder vielleicht auch Behandlungen, bildgesteuerte Behandlungen einsetzbar sind. Also bitte gucken, es gibt eine ganz ungewöhnliche Industrieausstellung. Ungewöhnlich sind auch einige der Angebote für junge Radiologen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es als Besonderheit gerade für junge Radiologen dieses als ganz neues Format die Case Reports gibt. Es wird da eine ganz lustige, glaube ich, Session geben, wo Leute, die auch sonst gar nicht so viel wissenschaftlich arbeiten, aber ganz interessante Fälle mitgebracht haben, die diskutieren in einem sehr offenen Forum. Ich glaube, dass ein einzigartiger Einblick gewährt wird. Es gibt eine Serie, wo Sie in allen Gebieten, auf allen Organgebieten eigentlich in Kürze erfahren können, wo die Entwicklung in den nächsten 5 bis 6 Jahren hingeht. Die Radiologie ist auch nach wie vor ein gefragtes Fach. Es gibt viel Nachwuchs, der sich um eine Beschäftigung keine Sorgen machen muss. Auch wenn seitens der Kritiker schon mal gefragt wird, sagen Sie mal, Herr Heindl, wie viele Computer brauchen wir in Zukunft und wie viel Personal können wir bei Ihnen einsparen? Ich glaube, es ist ganz anders. Ich glaube, wir brauchen die schlauesten Köpfe in unserem Fach. Und da würde ich mich freuen, wenn möglichst viele davon nach Leipzig kommen.